So, hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem letzten Teil, dem dritten Teil meiner Miniaturküche. Ich habe die Möbel soweit fertig und auch angeklebt. Und jetzt geht es dann ans Einrichten. Und zwar fange ich mal mit dem Tisch an. Da habe ich schon eine Vase aufgeklebt. Dann habe ich hier so eine süße Pfanne mit einer Pizza drin. Die stelle ich da einfach nur so rauf. Der Tisch ist gedeckt, so sieht er aus. Jetzt komme ich zu dem anderen Teil der Küche. Ich habe hier so ein paar Gläslein befüllt mit Nudeln, Zucker, Salz und Grieß, Kaffee. Hier so einen schönen süßen Toaster im Tauschpaket gehabt. Pfannen, Töpfe, Brot und Brötchen. Die hat die Katrin für mich formuliert. Dann habe ich diverse Flaschen zum Einräumen. Die kleinen Muffins, noch mehr Pfannen, so ein Kochbuch selbst gemacht und ja, Gläser habe ich auch noch. Ups. Ja, und jetzt werde ich die Küche mal einrichten. Abschluss habe ich noch so aus Pappe mir ein Dach gebaut. Auf der Innenseite habe ich eine Lichterkette befestigt.
Und das Dach klebe ich jetzt oben auf. Ja, und dann ist meine kleine Küche fertig. Mit Licht. Weiß nicht, das sieht man jetzt wohl nicht so gut. So, ich habe das Licht jetzt mal, das große Licht mal ausgemacht. So sieht die Küche mit der Beleuchtung aus. Es wackelt jetzt ein bisschen, weil ich die Kamera in der Hand halte. Weil wenn die Kamera auf dem Stativ ist, komme ich nicht so schön dicht dran. Ja, ihr Lieben, das war's dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.